Wo kommen wir her? Wer sind wir? Und wohin gehen wir? Mit diesen Fragen beschäftigt sich das Naturkundemuseum in Kassel. In einer Sonderausstellung, die bereits vor einem Monat begann, beleuchtet man die uralten Fragen aus oftmals überraschenden Perspektiven. In Abgüssen von berühmten Fossilien der Menschheitsgeschichte wird die Entwicklung vom 6 Millionen Jahre alten Sahelanthropus bis hin zum Homo sapiens demonstriert. Der Sahelanthropus ist eine ausgestorbene Art der Menschenaffen, die im späten Miozän in Zentralafrika vorkam. Fossile Überreste des auf ein Alter von 6 bis 7 Millionen Jahre datierten menschenartigen Wesens wurden im Tschad entdeckt. Ja, das Naturkundemuseum hier im Otoneum zeigt ja normalerweise Dinge, die sich auf die Region beziehen. Sprich also die Natur um uns herum, nicht nur wie sie heute sich aktuell darstellt, sondern natürlich auch in der Vergangenheit. Vom Saurier über das Mammut bis eben hin zu den heutigen Lebensräumen. Und das machen wir relativ plastisch. Wir versuchen nicht nur Objekte, echte Fundstücke zu zeigen, sondern wir zeigen auch inszenierte Lebensräume, damit man sehen kann, wie damalige Lebensformen existiert haben, wie sie ausgesehen haben mögen. Neben dem Originalfundstück ist also so eine Inszenierung bei uns auch durchaus wichtig. Und die Sonderausstellung, die wir nun zeigen, Evolution der Menschen, die etwa ein Drittel zur Zeit der Museumsfläche ausmacht, zeigt den fantastischen Weg der Menschheit aus der Vergangenheit, aus der afrikanischen Steppe, muss man ja sagen, wo, man wundert sich, vor 2 Millionen Jahren etwa 5 Menschenarten parallel gelebt haben. Und wir sind nun die einzig übrig gebliebene. Das ist überraschend, denn vor noch kurzer Zeit gab es 2 weitere Homo-Arten, die parallel zu unserer Art gelebt haben. All das zeigen wir in dieser Sonderausstellung, eben diesen Weg über die Fossilfunde, auch hier wiederum über die Lebensräume der Vormenschen bis zum heutigen Punkt. Und da endet die Ausstellung auch nicht, sondern wir zeigen in einem zweiten Abschnitt unsere kulturelle Entwicklung und wie geht es denn weiter? Wie gehen wir mit unserer Umwelt um? Welche Dinge machen uns unverwechselbar im Vergleich zu Tieren? Und das hat was mit Religion, Kunst und sonst was zu tun. Auch das ist Teil dieser Ausstellung, die wir hier bis Mai 2011 zeigen. Wir haben also hier die Szenerie vor etwa 30.000 Jahren in Europa, die Neandertaler als zweite Homo-Art, also neben den Homo sapiens, parallel existent bei uns in Europa, die eben sehr gut an die eiszeitlichen Verhältnisse angepasst waren und die dann vermutlich vom Homo sapiens, unserer eigenen Art, verdrängt worden sind, vielleicht auch sich miteinander vermischt haben. Das ist noch eins der Rätsel, die die Paläontologie versucht zu lösen. Wir zeigen aber hier in dieser Szene zum Beispiel, auch der Neandertaler war ein sozialer Mensch. Er hat die Alten gepflegt, er hat an ein Leben nach dem Tod geglaubt und war ein echter Mensch. Ja, die Ausstellung Evolution der Menschen geht und wird hier zu sehen sein bis zum 1. Mai 2011. Thank you.